Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von Clive and Wrench. Sehr gut. Ich wusste den Namen noch. Ich habe jetzt eine Woche Pause gemacht, weil ich einfach Soundprobleme hatte. Das Spiel ist halt wirklich nicht gerade so gut einstellbar. Ich muss da nochmals kurz switchen, ein bisschen runtersetzen. Es ist nicht so gut einstellbar mit dem Sound und deshalb habe ich so Soundprobleme gehabt. Ich habe ein bisschen weiter gespielt, man sieht es vielleicht an den Uhren oben oder sonst irgendwas. Aber ich habe ständig gesucht, ich habe ein paar Sachen nicht gefunden, wie zum Beispiel die letzten kleinen Dachse, die Kinderdachse, in diesem großen fetten Dachs. Und ich finde den Rest einfach nicht. Ich habe hier noch Uhren und irgendwo müssen noch Uhren sein. Ich habe sonst die Schlüssel und so gefunden. Der Trick war eigentlich hier hinten. Müsst ihr Schalter finden. Hier runter. Ihr müsst Schalter finden und die habe ich halt echt nicht so gut gefunden mit meinen Jump'n'Run-Künsten. Also ich kann hier schon ein bisschen, aber ich habe meistens Probleme mit dem Propellerflug, weil da mit einer Taste zusammen geht der Propellerflug nicht. Also wenn ihr da irgendwie die L1 oder die R1-Taste drückt, dann geht es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wo die letzten Uhren sind. Vielleicht in solchen... Oh, genau, in Krügen. Jetzt muss ich mich nach Krügen umschauen. Hä? Jo, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu leise jetzt wieder, aber irgendwie manche Sounds sind einfach viel zu laut. Und da sind gerade irgendwelche Kisten erschienen. Okay. Glitch gefunden, Glitch. Ja, ich finde das Spiel super, aber es ist für mich ein bisschen zu schwer, alles versteckt. Ich hab's lieber, wenn wie Banjo-Kazooie die Sachen einfach so ein bisschen herumliegen oder ja, schon ein paar Sachen schwer versteckt sind, wie zum Beispiel der Eisschlüssel und so Sachen. Aber die ganze Zeit irgendwelche Sachen mega versteckt haben. Das ist übrigens das, was man vom Dach erreicht. Ja? Aber man kommt nicht rein ohne Schalter. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Wurde nicht die L1-Taste drücken. Oh, kommt jetzt schon wieder hoch. Ja, dem Spiel fehlt es einfach an Feinschliff. Es ist ein wunderbares Spiel, aber ich habe immer so das Gefühl, das Spiel ist nicht fertig, das Spiel ist zu klein oder man kommt nicht so schnell vorwärts und so Sachen. Und nein, meine Güte, bin ich schlecht. Ich muss mich wieder reinfinden. Ich drücke immer die L1-Taste, weil irgendwie die L1, nein, die R1-Taste, die ist so... Ja, bequem erreichbar. Aber die X-Taste ist mir immer so ein bisschen umständlich. Gut, dann gehe ich mal wieder runter. Ja, es ist ein bisschen schwer vom Handling. Das Spiel hat ich echt ein Steuerungsproblem. Ja, eindeutig ein Steuerungsproblem. Ich drücke schon wieder die R1-Taste. Einfach aus Prinzip, wenn man halt ein anderes Spiel mit der R1-Taste hüpft. Oh, ich muss mich da reinfinden. Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen schwer tue. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich bin so gut gehüpft, aber die Plattform war nicht da. Was ist denn das so schwer? Wer entwickelt so schweres Spiel? Also nicht schwer, aber umständlich schwer. Also die Steuerung ist einfach so schwer, dass man einfach irgendwie gar nicht so gut jumpen kann, wie man gerne will. Man macht einfach nicht das, was man will. Und jo, hier oben könnte noch etwas sein. Komm ich hier hoch? Also eine Ding habe ich gefunden, aber wo sind die anderen Ringvasen? Kommen hier rein. Also würde ich hier irgendwie rein. Ja. Es ist einfach Papier, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl, Papier zeigt mir irgendwie, ich könnte da rein. Da drin? Nein, da gehe ich lieber nicht rein. Aber dahinter? Scheinbar nicht. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, das Game. Hä? Und das ist auch schon mitbekommen in den vorigen Parts, also wo ich es selber gespielt habe. Und hier auch. Ja, toll. Ich muss die Y-Taste drücken. Dankeschön, liebes Spiel. Wenn du das schon so einstellst, dann möchte ich das auch richtig haben, oder? Aber nein. Ist nicht richtig, aber gut. Ich sollte weniger kritisieren. Ihr merkt es ja wahrscheinlich auch nicht immer so, wenn ich kritisiere. Aber ich bin halt ein Beta-Tester. Bin so. Nein, ich bin nicht so.
Ich bin einer, der wirklich die Spiele auch sehr gut analysiert. Aha. Jetzt noch drei. Hä? Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, wenn man einfach ein etwas auslässt, oder? Man hat einfach ein Problem in diesem Spiel. Man braucht nämlich alles scheinbar. Man darf erst weiter, wenn man alles hat. Kommt man jetzt hier wieder hoch, bitte? Gut, Dankeschön. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt geht's wieder. Dankeschön. Jo, hier müsste auch irgendwo noch etwas sein. Da war ich nicht so lange im letzten Part, wo ich leider sehr viele Soundprobleme hatte. Also, der Ingame-Sound war irgendwie lauter. Und obwohl ich eigentlich auch Mittel hatte. Also Mittel so, dass es halb so viel ist. Was ist das da oben? Also ein Ding. Vielleicht hier drinnen irgendwo? In Büchern? Ich weiß es nicht. Aber ich brauche alles scheinbar. Also, hier auf dem Kronleuchter. Nö. Da drüben ist auch irgendwas. Ah, das ist der zweite Schalter. Okay, dann gehen wir hier rüber. Hier oben ist auch nichts. Und hier ist überall der Boss. Bei jedem Monat ist der Boss der Beste. Hat er das gemacht? Ich glaube, er war der einzige Teilnehmer. Richtige Taste gedrückt, nicht die falsche. Oh, nur Kronleuchter, sie sehen halt so detailliert aus, dass man meint, es ist irgendwas versteckt, aber nö. Ja, da kann man nicht oben. Wollte mal das ausprobieren. Ey, hallo, herauf. So, hier in diesem Raum, nein, in diesem Raum nicht, das ist ja der Endraum. Aber irgendwo ist noch ein Museum. Das habe ich auch schon gemacht. Ah ja, genau, im Museum waren wir gar noch nicht drin, außer im letzten Part, wo ich hochgeladen wurde. Gehen wir mal hin. Und hier ist wahrscheinlich nichts, oder? Ist hier eine Kiste, eine Vase oder so? Wo sind denn diese random Vasen? Oh. Nein. Gib mir noch ein. Gib mir noch ein Leben. Der Drago braucht ein Leben. Wir haben nochmals ein Leben. Ich habe das gar nicht gesehen. Hier ist die Bar. Hier ist einfach nur eine Bar, die irgendwas macht. Muss ich diese Flaschen zu ihm werfen? Der will irgendwas haben, aber ich weiß nicht was. Alles okay. Also der Barmann Big Ale. Alles okay bei euch. Wie es heißt, sucht ihr nach antiken Steinen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber wenn ich die tauche und damit zur Besinnung bringen lässt, dann bin ich dafür. Ja, fragt sie, wer Daucius ist. Und ist er da jetzt? Das war man begann, oder? Was war das, was ich jetzt eingesammelt habe? Eine Schriftrolle. Die haben wir, glaube ich. Nein, die haben wir noch nicht abgegeben. Aber er gibt nur den gleichen Tipp, der er auch schon am Anfang gegeben hat. Jetzt gehe ich mal hier außen herum und schaue mir noch nach oben um. Es muss doch irgendwo noch diese drei. Das ist ein Dreierpack. Einen einzigen, ja, Uhr. Zeituhr Ding. Hier ist nichts. Und seht ihr das? Man sieht gar nicht, dass man hier rein kann. Also, für mich waren früher immer die Spiele einfach, wo die Türen offen waren, schwarz. Das ist halt auch ein Kritikpunkt. Also, jo. Was kann man machen? Aber das Spiel ist halt schon motivierend und gut. Die kommen auch auf die Seite tun, aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Ja, immer das letzte Mal, aber ihr habt es nicht gesehen. Wo denn? Wo sind denn diese Kack? Hier oben vielleicht irgendwo? Nö. Auf dem Triceratops. Hier habe ich auch schon probiert, geht nicht, irgendwas umzuwerfen. Und hört mal bitte auf, so zu packen. Lieber Herr Ding, verlieren Kuchen. Oh, Eier. Osteier. Happy Easter. Oh, Dankeschön, liebes Spiel. Ihr wusstet ganz genau, dass bald Ostern ist. Dankeschön, liebes Spiel. Hier oben. Auf dem.
Pterodactyl. Oder Aerodactyl. Pokémon. Komm, schnapp dir alle prähistorischen Kreaturen in diesem Museum und werft sie weg. Und die Schalte muss man immer wieder drücken. So, Easter Egg. Ja, das vorne war ein Easter Egg, aber das ist irgendwie so ein. Ja. Also gehen wir hier mal rein. Und hier brauchen wir, glaube ich, alle. Der hat mir, glaube ich, auch Schaden gemacht, weil er herumgeschwickt ist. Ich lasse es lieber mal in Ruhe. Welt zu 100% abgeschlossen. Zeitachekomplex wiederhergestellt. Wieso habe ich das jetzt hier nicht entdeckt? Im letzten Part war ich völlig brain AFK. Ich habe einfach Sachen nicht gefunden und so. Ja, das passiert hat. Hä? Ich muss die Kamera wieder ein bisschen runter machen. Nein, nicht anmachen. Blöde Kamera. Ich muss echt eine andere Webcam kaufen. Bitte spendet. Type Stream Pro slash Donation slash Drago Basler natürlich. Nicht jemand anderes, keinen anderen Streamer, bitte. Ach komm, Witz. Ja, ich bin ein schwerkranker Streamer, ich habe das verdient. Und ja, ich habe es verdient. Okay, hier will ich rein. Hier geht es noch nicht rein. Hier geht es auch noch nicht rein. Muss es offen sein? Ich glaube, es muss offen sein. Also schauen wir mal, was offen ist. Aber ich habe halt noch nicht 100%. Orientation, dann muss ich hier nochmals kurz alles holen. Ja, nicht umfallen. Hallo, nicht umfallen. Der Drago fällt doch nie um. Nicht mal im Fußball mit diesen Schwalben, die man immer macht. Was sind eigentlich überhaupt Schwalben? Ich kenne nur Adler. Boah, ich hab den gleich mal. Ja, Jump'n'Run. Ich weiß nicht genau wo, aber wir waren ja noch nicht so erfahren. Jetzt bin ich natürlich durch das mega lange Suchen schon ein bisschen erfahren. Muss einfach immer wieder ein bisschen reinkommen, aber ihr wisst es ja. Das ist jedem so. Oder? Und kommt ihr sofort im Spiel wieder das? Ah, ja. Ja, sicher. Ich will doch nicht so herumhüpfen. Hallo. Liebes Spiel. Das Spiel ist zu bouncy. Minus einen Bewertungspunkt. Das Spiel liegt jetzt momentan bei, ich weiß nicht, 78% von 100. Nicht ganz 100%, hä? Ich will hier rein. Ich will hier rein. Was ist das? Der ist da oben. Das ist wieder so ein Bouncy-Roboter. Hey, wenn du mal einmal nicht glitschen würdest. Ich dachte, da wäre etwas unten drunter. Geht's jetzt hier nicht rein? Man, das sieht so aus, als würde man hier reinkommen. Da ist irgendwas Grünes. Wasch mit dir mal die Füße. Clive. Wie geht's in die? Hier gibt es noch ganz viele. Irgendwo muss ich hin, wo ich noch nicht war. Aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, in diesem ersten Raum ist nichts mehr. Ich denke so. Heute drehen wir eine Runde. Mit Drago Tourism. Kann ich denn hier rein? Hier rein. Einfach indem man hier reingeht. Da hinten will ich noch kurz schauen. Nö. So, 14. Okay. Ja. Ich werde vielleicht auch ein bisschen länger machen, natürlich. Okay, sind wir gar noch nicht im Level gewesen. Auf jeden Fall war dort auch ein paar Items, aber die waren wahrscheinlich von der Oberwelt. Ja, die Spinnen wieder. Da habe ich, glaube ich, noch nicht alle Bienen gehabt. Mir fehlen nämlich noch 8 von, also 2. 2 von 10. Also gibt es hier noch Vasen. Es gibt so viele Uhren, wo ich noch nicht habe. Okay, das ist gut. Es gibt ein bisschen zu wenig Leben. Ich bin nicht einer, der so mega gut alles machen kann. Ich muss also immer wieder ein bisschen Leben einstecken.
Wäre es besser, wenn man hat. Ja. Ja, toll, danke schön. Meine Güte, Entwickler, mach diese Animation bitte abbrechbar oder so. Das ist ja mega schwierig. Einer von sich. Da muss ich auch machen. Also hier haben wir, glaube ich, schon alles abgesucht. Im zweiten Part. Da ist wahrscheinlich nichts mehr. Aber eine Vase könnte trotzdem irgendwo sein. Okay, ist keine Spinne. Doch. Boah. Eieiei, okay. Ah, nochmals. Ja. Nein! Wieso gehst du auch an? Du dummes Luder. Juhu. Oh je, ich verliere wieder zu viel Leben. Hier ist nichts drin. Also Spiel, in dem Spiel fehlt es an Feinschliff, das ist ganz klar. Wie denkt ihr so über Spiel? Gebt mir mal eine Note von 100%, also von 100%. Ja, eure Bewertung von bis zu 100%. Könnt ihr auch 101% machen, wenn ihr so. Aber dort oben ist ein Schalter. Ja, ich möchte gerne mal wissen, wie ihr so denkt. Auch wenn ihr das Spiel natürlich noch nicht gespielt habt. Was ihr so, ja, bewängelt zu haben, vielleicht noch sagen. Und wie euch das Spiel einfach so gefällt vom Spielspaß. Ich drücke immer RB. Also hier ist die Küche. Da waren wir doch erst gerade kurz. Gib mir doch mal ein bisschen Torten. Wir haben nur 3 von 6 plötzlich. Hä? Also doch vorher 5 oder 4 von 6. Der Tresor haben wir schon aufgemacht. Hier ist nochmal seine Biene. Wir dürfen das Level nicht verlassen. Ich werde so lange im Level bleiben, bis ich alles habe. Sonst wird alles wieder resettet. Also die Gegner vor allem und auch die. Okay, man glitscht überall durch. Genau das müssen wir ausmachen, stimmt. Das war das. Geh mal zum Gegner, ich brauche unbedingt Leben. Ja gut, dann. Ich habe schon früher gedrückt, die richtige Taste. Das Game ist so unfair zu mir. Ja, sicher! Ich sterbe gleich mal. Ja, ich sterbe. Was eine freche Methode hier! Man hat nicht mal gesehen, dass dieses Teil dort ist. Man hat einfach die Kamera falsch. Und überall sind diese Fallen. Nicht 2 Meter weit weg. Nein, 20 Zentimeter. Ja gut, dann mache ich ja nochmal. Ich habe doch keine Geduld und ich mache Moonglitch. Moonwalk. Ja, halt die Fresse. Eieieiei. Alles nervt ein bisschen in diesem Spiel. Was habe ich hier für ein Spiel ausgesucht? Einfach wegen diesem Genre. Aber das Genre nervt halt echt. Das ist irgendwie Recycling. Das ist kein Genre gewesen. Also, wo haben wir hier noch ein paar Items? Ich bin auch schon. Bin nochmals hier, dann muss ich nochmals runter. Gott, ich muss nochmals hier drauf. Und ja, die Kamera ist leider auch nicht gut. Schlechter als in Banjo-Kazooie. Ja, okay. Ich glaube, ich gebe noch eine schlechtere Note, aber ja, gut. Ich wollte eigentlich den Ball so werfen, dass es blockiert, aber nein. Hier hoch irgendwo. Das ist auch hier. Ich glaube, diese Gegner, die muss man einfach umkurven. Ich muss irgendwo anders hinkommen. Genau hier.
Ich wollte oben noch hin, aber ja, ich bin jetzt schon runter. So, genau, hier muss doch irgendwas sein noch. Hier müssen irgendwelche. Ja, und das gibt wieder einen Schaden, hä? Bah, meine Güte. In der Dusche muss doch irgendwas sein. Head and Shoulders. Kniesen tu's. Aber gebt mir doch mal ein paar Herzen. Eieiei, diese Süßigkeiten sind immer so selten. Diese Küchen. Da drin ist das. Kann ich mal durch. Auch entwickeln. Spiel, mach doch ein besseres Game, ey. Also momentan gibt es eine Abwertung von 10 Punkten. Weil ich heute in diesem Part ein bisschen Sorge bin. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Nur weil ich sollte bin, bekommt das Spiel eine Abwertung. Momentan schon. Aber im Endeffekt eher nicht. Also am Ende vom Spiel. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel dann am Ende auch ist, oder? Bin ja erst im dritten Level. Ja, bald im dritten Level. Aber. Ich komme jetzt hier irgendwo nirgendwo hoch. Ah, oh, muss ich doch noch massiv. Ja. Von der Steuerung her, von der Kamerasteuerung vor allem. Bin das Spiel ein bisschen dreckig. B. Erforderlich, okay. Gut. Ja, danke, aber ich will. Habe ich gemacht? Ja, das ist das mit dem Ding gewesen, ne? Genau. Wie das Wasser schnell hier hinkommt. Gibt es hier unten noch irgendwo eine Vase oder so? Ich sehe es ja nicht so richtig. Ah, Herzen. Okay. Wie war es das? Ja, wie kann ich jetzt wieder schwimmen? Oh, L1. Ja. Okay, da kann ich nichts machen. Also wenn man mit L1 schwimmen muss, das ist Folterung. Tauchen muss. Ah. Hey, wieso habe ich jetzt komisch geglitscht? Wo ist denn das Zeugs? Es muss doch irgendwo noch ein Rang sein. Clive! Und die Fresse. Ah, da war ich noch nicht drin. Oh, das ist der Ausgang. Die schreiben irgendwelche Sachen, die völlig normal sind. Ist ja auch klar. So. Das ist übrigens auch noch ein Achievement gewesen. Aber das habe ich ja schon im ersten Part gemacht. Ja, also dann mach mir doch das mal ein bisschen. Ja, ist gut, aber das musst du mir machen. Okay, da oben ist auch nichts mehr. Oh meine Güte, ey, die Kamera geht eben wieder um. Ja, diese Halterungen halten auch nie etwas. Ey. Ja, ich muss unbedingt eine neue Halterung haben oder ein neues Ding. Könnt ihr mir mal bitte etwas empfehlen? Ich weiß nicht genau welche. Diese Tests sind halt immer falsch. Die sind natürlich immer vom Entwickler geboostet. Und dann sind sie so ein kompletter Much. Ja, zum Beispiel Logitech. Ist eine deutsche, nein, eine Schweizer Firma. Und macht wirklich gut bewertete Produkte, aber alles in Schrott. Wirklich in Schrott. Die gehen so schnell kaputt. Oder sind so schwer oder umständlich zu tragen. Dass sie einfach kompletter Moch sind. Der Entwickler hat so viel Erfolg mit ihren mega teuren Produkten.
Und ja, die Tür muss doch aufgehen. Bin nicht mehr Logitech Fan. Ich habe genug Logitech bezahlt. Kann ja auch mal Pause machen. Ja, da geht's nicht irgendwie. Ja, wohin können wir sonst? Wir brauchen noch zwei von diesen Käfern. Und nochmals ein für irgendwas. Wieso haben wir jetzt alle... Ah, das war die andere Welt, also die Hauptartwelt, wo wir die nicht hatten. Okay, schade. Also hier mal nicht. Wo sind diese... Ah, da runter geht's vielleicht. Wie kommt man hier runter? Nein, muss man jetzt wieder abschalten oder wie? Kommen wir sonst nicht runter? Wo ist der Schalter? Genau, wo ist der Schalter? Wahrscheinlich da, wo wir runter sind, in diesem Raum. Dort ist der Schalter. Kann man das wieder wegmachen? Okay. Ist das dein Ernst, liebes Spiel? Ist das dein Ernst? Ach komm. Ich kann doch die L-Taste nicht gleichzeitig. Das Gamepad ist zu fett. Ja, halt die Fresse. Heute ist einfach der Tag der nervigen Sounds. Gut, habt ihr es nicht so laut. Ich hoffe, es ist nicht zu leise, aber... Man kann nicht so ein Zwischending finden, weil manche sind es doch ein bisschen zu laut sind sonst. Aber dieses Blub Blub ist bei mir sehr laut. Ja, danke, Kamera. Ja, hier ist wirklich nichts. Was machst du? Warteraum Simulator. Gut, ich finde es nicht. Hier rein cracken. Irgendwie. Aha. Wir müssen sonst nochmal so resetten und halt das Wasser nicht auslassen. Und sonst weiß ich auch nicht. Wo könnten wir hier noch? Es muss doch irgendwo hier oben noch etwas geben. Wieso ist es hier so komisch? Ja, gelb. Das sind die Sporen. Die Sporen der Invasion. Ich dachte hinter dem Teil, aber da gibt es nichts. Hinter dem Schrank. Wieso ist das so schräg? Wieso sind wir so klein oder wieso ist der Raum so groß? Fragen und befragen. Der Drago muss man nicht fragen. Wer weiß es sowieso nicht. Da unten, ne? Wenn die Kamera noch nicht so spinnen würde. Da geht's nicht rein. Der Ausknopf ist auch ein bisschen zu groß. Okay, wo sind die zwei letzten Sumsebien? Wahrscheinlich im ersten, ja. Hab doch keine Ahnung. Komme nicht raus. Hab keine Ahnung. Komme nicht raus. Nein. Nerv bitte nicht. Boah, das ist ohrenbetäubt laut bei mir. Hallo. Also, wo sind deine Scheiß? Kindle. Ich komme sie und frisiere sie. Dann werden sie gut zu Hornissen. Klappe schon ein bisschen zu leise. Ich habe Probleme mit diesem Spiel. Genau, das wollte ich. Aha, okay. Wall Glitch.
Und hier in die Ding bin ich ja nicht gekommen. Hier ist ja der letzte drin. Wie kommt man dorthin? Der sagt nur wegen dem Feuer links. RB. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so verstanden, wie man das macht. Ah, jetzt. Okay, jetzt muss ich nur noch die Kleinen finden. Habt ihr deine Mutter ihre Nägel verkauft? Ja, wahrscheinlich schon. Die letzten Sumsebienen. Die sind wahrscheinlich hier oben. Also einer ist sicher hier oben. Nein, ist wahrscheinlich nicht sicher. Aber sonst. Keine Ahnung. Ja, und wie kommt man hier hoch? Hallo, man glitscht halt überall runter. Man rutscht einfach zu sehr in diesem Game. Hallo, Kessel. Lass mich da durch, du dummes Spiel. Okay, da ist die Biene. Okay, und die letzte Biene ist wahrscheinlich in diesem fetten Raum. Und da war ich ja auch schon. Ist die da oben irgendwo? Da muss man auch etwas machen. Hat er mich schon? Oh. Und jetzt? Hä? Für was ist das jetzt? Da bin ich ja schon oben gewesen, aber das. Nochmal! Jetzt kommt sicher die Biene raus. Oh, schade. Hä? Es wird langsam ein bisschen lang. 32 Bilder. Da also. Meine Güte! Wieso musste ich wieder hier hoch, ey? Da hätte ich von hinten besser hoch können, aber gut. Weg. Alter, lass mich doch runter. Oh, das war jetzt nervenaufraubend, ey. Gut, dann gehen wir wieder ins Badezimmer. Dadurch. Und dann raus aus dieser Welt. Man kann eigentlich auch so. Speichern wir mal. So, wir haben alles aus weniger Leben. Und bitte macht das Entwickler nicht immer so mega lange an, oder? Ja. Also man durchlaufen kann, bis die Zeit wieder anfängt. Eieiei. Beim Durchrollen halt. Ich tue jetzt mal ein bisschen. Ja. Hallo. Mach doch mal was. Ich tue jetzt mal ein bisschen mehr rollen. Hä? Ich habe es jetzt nicht so mitbekommen, dass ich da immer rollen wollte. Aber es ist halt ja nicht viel schneller. Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme. Ich muss hier rüber. Mit dem Hochkommen manchmal, weil einfach diese Gegenstände rund sind, also diese Wände und so. Und dann man echt stark ankommt und stark an Tempo verliert. Aber okay. Ich finde das Spiel trotzdem noch super. Aber es ist nicht fertig. Ich spiele hier eine In-Depth-Variante oder was? Ja, der Beta-Test, ich weiß nicht, ob das Closed oben oder fertig ist das Spiel. Ich glaube, es ist fertig. Ist einfach zu gering. Also die Qualität stimmt einfach nicht. Gut. Also, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Gell? Und jo, wenn ihr mehr Lust habt, zeigt es mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar. Und ja, müsst es nicht machen, natürlich. Dürft ihr gerne. Ja. Auch Dislikes nehme ich zu Herzen. Aber so langsam, ja, wird es halt immer weniger mit den Kommentaren vor allem. Und ja. Würde mich gerne für Unterstützung ein bisschen. Ja. Bisschen anrufen oder so ein bisschen. Ja, dass ich ein bisschen mehr Unterstützung vielleicht bekomme. Ich mache ja bald auch Vlogs. Da geht's noch nicht, weil das Abo noch nicht aktiv ist im März.
Und auch die GoPro ein paar Probleme hat. Ich kriege die manche Sachen nicht so richtig zusammen, obwohl sie eigentlich zusammengehören. Das ist ein Fabrikationsfehler oder so, und dann muss ich das nachkaufen. Und dann kann ich noch, jo, reisen, Sport machen mit euch, irgendwelche Interviews geben und so weiter. Also, schaut mal rein und jo, bis dann einmal. Tschüss!